mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man diesen Klassiker in der Version von Senlissi als Instrumentalstück auf der Ukulele spielen kann. Das Intro geht bis zu dieser Stelle her. Ich spiele es ganz langsam. D-Moll und ich spiele mit dem Zeigefinger drei Takte lang. Ich zähle mit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und jetzt geht es in ein Barré C, 1, 2, 3, 4 und dann in ein Takt A-Moll, 1, 2, 3, 4, dann zweimal klopfen. Des geschlagenen Teils. Ich spiele es jetzt noch einmal ganz langsam. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt gibt es diesen typischen Riff, dieses typische Riff mit 0, 2, 3. Und weil es auf der Ukulele relativ schwer ist, diese 3 fest niederzuschlagen, zupfe ich diesen Teil. Also ich spiele es ganz langsam von den 2 Dreiern weg. 3, 4. Ich spiele nur diesen Teil hier von 3. Bis zu dieser 3, 3, 4. Und wer kräftiger niederdrücken will, der kann zweimal Hammer-On spielen. Also bei mir klingt es nicht schön, deshalb spiele ich die zweite 3 nicht Hammer-On, sondern ich zupfe. Also ganz langsam. 1, bis zum zweiten Takt der zweiten Zeile von diesen zwei Dreiern weg. 3, 4. Pause. Und dieser Teil ist down, down, up. A-Moll. Ich spiele noch einmal die komplette Sequenz durch. Und jetzt kommt dieser kleine Lauf. Ich spiele mit dem Zeigefinger, weil ich da mehr Gefühl habe. Für das eigentliche Lied. Also noch einmal diese Sequenz von 0 weg. Slide 3. Dann spiele ich von dieser 0 weg die Strophe. Und dieser Teil wird zweimal gespielt, spiele ihn jetzt auch zweimal komplett durch, also von hier bis zu dieser Stelle, langsam im Tempo, 3 und beginne mit dieser 0, 3, 4. Thank you.
nächste Teil. Diese Zeichen bedeuten, dass ich ganz leicht perkussiv auf die Saiten schlage. G. Und bei den letzten drei klopfe ich auf den Korpus. Also ich spiele jetzt wieder diese zwei Takte. 1, 2, 3, 4. Noch einmal etwas schneller. 3, 4. Jetzt geht es weiter mit C. Schluss. 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.